Ja. Ja, das ist super. Das ist aber ja. Und die kleinen Kids hier sind kaum zu halten. Die wollen loslassen werden. Aber das machen wir noch gemeinsam. Wir haben also jetzt gleich den ersten Lauf mit über 700 Starterinnen und Startern. So. Und natürlich wollen wir gleich auch noch die Hymne singen. So, das war gar nicht so einfach. So, also kommt alle schön ran hier. Aber die Musik noch ein bisschen ab, weil wir hören hier ganz wenig. Ja, hau ruhig mal richtig auf. Das Mikrofon könnt ihr auch ein bisschen hochziehen. Kann man das Mikro noch ein bisschen aufmachen? So, wir machen noch bis hier ja, 700 Kinder. Zählt mit mir. Also. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. So, viel Spaß mit euch, macht schön langsam, dass keiner hier stürzt. Und wenn ihr stürzt, dann steht ihr wieder auf. Also, eine Runde gibt's für euch zu laufen, macht schön langsam, geht in die Mitte. Zeit. Passt auf, dass keiner hinfällt und wenn, dann helft euch gegenseitig beim Aufstehen, denn wir wollen euch alle hier gesund und munter wiedersehen. Mit euren Betreuern, euren Eltern, euren Erzieherinnen und Erziehern. Auf geht's, erster Start des heutigen Tages. Viel Spaß, eine Runde bis zum Stadion und dann sehen wir uns hier wieder lächeln, gesund und munter wieder zurück im Zielbereich. Und die Fanclubs dürfen sich bemerkbar machen, nicht nur fotografieren, feuert mal ab. Der Musiker, der macht vor, wie es geht, genau. Ist ja schnell heute, Wahnsinn. Ich bin beim Rücken laufen, jemand, der läuft schon. Hier langsam an. Wir haben über 700 Kinder, die jetzt hier an den Start gehen. Und wir haben den Thüringer Bildungsminister auch mit dabei. Herr Holter wird jetzt hier mit dem Startschuss geben, extra heute hier zum Hürdenlaufen kommen. So, wir gehen mal hier durch. Ich fange mal den Herrn Holter mit. So. Vom Röntgenlaufverein hat inzwischen die Kinderlebenslauffackel übernommen. Das nur zur Information. Bitte langsam aufschließen in Richtung Steinbrücken. So, dann. Vielleicht könnt ihr mal die Röntgenhütte schon mal anspielen und schön aufdrehen, dass man es hier hört. Und die Absatzkämpfe.
dazu. Wir wollen gemeinsam singen, nein. Das ist der Rollenlauf. Lauf, Rollenlauf. Das ist der Rollenlauf. Jawohl, jetzt hat's besser, auch nochmal. Das ist der Rollenlauf. Jetzt aber. Lauf, Rollenlauf. Das ist der Rollenlauf. Einer mit dir. Keiner nimmt hier auf, ich will mal hören. Wo sind die Kinder aus der Martini-Schule? Wo sind die Gänse? Wo ist der Nikolai-Schule? Wo ist die Pestalozzi-Schule? Bisschen leiser. Wo ist Schulzentrum Janusz-Kotschak? In Blau. Und die Vogtrei-Schule oder Donner? So, wir hören mal auf die Musik. Wir singen nochmal. Und jetzt, nochmal. Vor an den Start. Genau, die Fackel läuft weiter. Die Rücken im Hund hören wir schon. Gleich werden wir sie noch mal singen. Mach schön vorsichtig. So, das Ganze wieder mal durch. Ist die Margarethenschule da?
Tatsächlich. Janne Schlotschak ist auch da. Die Gemeinschaftsschule Hübstedt. Wow. Und die Grundschule Weinbergen. Auch die sind da. Und vom Fleischschule Modona schon wieder da. Und los geht's, wir singen. Gleich geht's los. Achtung. Ihr seid doch viel zu leise. Kommt doch mal. Aber jetzt wird's besser nochmal. Sehr schön, also wenn ihr genauso gut laufen könnt, wie ihr singen könnt, dann wird alles gut. Wir machen noch einen kleinen Moment. Laut, wir sind schon unzählig hier am Start. Im letzten Moment hat niemand mehr von der, auf dem Weg von der Bühne hierher. Wir wollen noch einmal, wollen wir noch singen. So. Wir warten noch gleich, genau den Arm hoch. Zum Start gehen und dann wir aber gemeinsam auf unsere Strecke gehen und ab jetzt gilt es, wir laufen nämlich zwei Runden, bisher war es bei den Kitas und Grundschulen nur eine Runde. Und genau, spielen wir schon mal die Hüfte an. So, so, lasst uns mal bitte durch. Vorsicht, Vorsicht. Wollen wir schauen, ob ihr auch singen könnt? Wir haben vorhin schon die Rückenhände gesungen. Zieht mal den Gegner hoch. Das ist der
klar. So, wir warten noch einen kleinen Augenblick. Wie gesagt, der Schulleiter vom Berufsschulcampus, der Ritter ist da, der hat die Stadtpistole schon in der Hand. Der Landrat hat die Tröte da. Thomas, kriegen wir Freigabe hier, oder? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, denkt bitte dran, ihr lauft zwei Runden. Ja? Denkt dran, es ist kein Wettkampf. Lauft vorsichtig, helft euch gegenseitig. Wir ziehen gemeinsam runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Schön vorsichtig. Erstmal langsam los, aber passt auf, dass ihr keinen umrennt. Viel Spaß hier beim 20. Rückenlauf. Es gibt nur zwei Runden. Laufen für einen guten Zweck. Laufen für das Ritter aus Mitteldeutschland. Wir wünschen euch viel Spaß. Passt auf euch auf. Wer hinfällt, steht im Lauf und läuft weiter. Wir haben jetzt hier nochmal knapp 700 Kinder und Jugendliche auf die zwei Runden. Viel Spaß euch allen. Sieht aus wie eine große Wanderung hier, aber ich hoffe, das Feld kommt langsam in Wallung. Auf geht's, liebe Freunde, unser Kinder- und Jugendlauf. Heute der vierte Start hier beim 20. Röpinglauf. Das Quad mit dem Blaulicht, die Schwanteichallee hochwärts fährt, bedeutet, dass wir haben die ersten Läufer. Denkt bitte daran, ihr müsst noch eine zweite Runde laufen. Und da sind wir mit dem dunkelblauen Hemd von Vinci. Hochdrückst du? Bordeaux-Hemden. Bonusgenossenschaft gesehen.